Und wir würden euch jetzt gerne empfehlen. Rauchbomben fliegen, die Polizei setzt Pfefferspray ein. Aufgeheizte Stimmung im sonst so beschaulichen Alpenidyll von Garmisch-Partenkirchen. Mal die Hände weg da vor meinem Gesicht. Okay? Ich berühre sie nicht, ja? Du sollst sie da wegnehmen, habe ich gesagt. Sie haben keine Veranlassung, mich zu duzen. Sie haben mich gerade auch geduzt. Nein, habe ich nicht. Es blieb eine kurze Eskalation an einem sonst friedlichen Tag. Mehr als 3000 Demonstranten zogen am Nachmittag durch die Innenstadt, um gegen den bevorstehenden G7-Gipfel zu protestieren. Die Veranstalter hatten mit weit mehr Teilnehmern gerechnet. Erklärungsversuche. Also die linke Szene ist hier sehr viel kleiner als anderswo. Wir haben uns jetzt auch mit kommunistischen Vereinigungen aus Berlin, aus Leipzig unterhalten. Da ist die Szene viel größer. Und hier ist halt eigentlich nichts los. Und jetzt zum ersten Mal seit langem sind hier ein paar Leute. Also für Garmisch ist das das Größte, was jetzt in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Die anreisen wollten, hatten es halt einfach nicht leicht. Also die vielen Sperren, die stehen wahrscheinlich noch irgendwo auf der Autobahn rum. Mit einem massiven Polizeiaufgebot hatten Beamte seit dem Morgen die gesamte Stadt kontrolliert. Garmisch-Partenkirchen an diesem Wochenende eine Hochsicherheitszone. Die Anwohner blieben entspannt. Die Demonstration finde ich soweit in Ordnung, finde ich gut. Präsenz der Polizei vielleicht etwas überhöht. Ich finde es wichtig, dass man seine Meinung vertritt, dass man da auch mal sagt, nee, passt nicht so, was der Staat alles macht. Wir sind friedlich. Und sagt sogar die Polizei selber. Am Ende war es der Regen, der den Protesten am frühen Abend ein jähes Ende bereitete. Vorerst. Denn schon am Sonntag werden erneut tausende Demonstranten zum großen Sternmarsch erwartet.